Mein Name ist Fister und herzlich willkommen zu einer Runde Deceit. Und das reiht sich jetzt einfach mal ein zwischen die anderen FIFA-Sachen, weil ich finde, das ist einfach ein richtig geniales Spiel. Ich suche jetzt hier auch gleich schon mal eine Runde und erkläre dann mal ganz kurz, worum es in diesem Spiel geht. Bevor es aber jetzt auch wirklich richtig losgeht, denkt dran, wenn euch das Video gefällt, abonniert den Kanal. Das könnt ihr jetzt direkt unter dem Video machen, dann verpasst ihr auch nichts mehr und es dauert einfach nur ein paar Sekunden. Würde mich echt freuen, euch auch bei zukünftigen Videos dabei zu sehen. Jetzt aber zu Deceit, worum geht's hier? Nun, man ist jetzt hier gleich in der Gruppe mit 6 Leuten, die in dem Fall jetzt in der Arktisstation aufwachen und 2 von denen sind infiziert, aber man weiß nicht, welche Leute infiziert sind. Außer die beiden Infizierten, die wissen das untereinander. Aber es wird dann die ganze Zeit so gerätselt, boah, wer ist infiziert? Und so weiter und so fort. Und die Nicht-Infizierten müssen versuchen, so 3 Stages, also in dem Fall so 3 Arktis-Gebäude zu überleben und dann zu entkommen. Und die Infizierten müssen versuchen, in der Blackout-Phase, das heißt so, es kommen immer so Phasen, wo das Licht ausfällt und dann können sie sich in Monster verwandeln und die Überlebenden fressen. Und ihr werdet das jetzt einfach gleich sehen, während wir spielen. Ich weiß noch nicht, ob wir Infizierter sein werden oder Nicht-Infizierter. What's up with that emblem? Und ihr hört schon im Hintergrund, die Leute sagen auch was. Das heißt, wir sprechen auf Englisch hier, weil einfach auf dem englischen Server mehr Leute spielen. Und ja, wir gucken jetzt mal, ob wir Infizierter sind oder Nicht-Infizierter. Das sehen wir jetzt immer hier am Anfang gleich eingeblendet. Und wir sind Infizierter mit dem Bossnik zusammen. So, das heißt, wir müssen jetzt hier mal diese roten Bloodbags, die ihr da rechts leuchten seht, die müssen wir trinken, um unten unser, unsere böse Energie aufzufüllen. Allerdings müssen wir es natürlich so machen, dass die Nicht-Infizierten das nicht sehen. Also die dürfen nicht sehen, dass wir was trinken. Oh, jetzt haben wir Weste schon. Was ist hiermit? Wir können natürlich auch ganz normal so spielen, wie Überlebende spielen. So, ich trinke jetzt hier mal was. So, wir brauchen noch Munition. Und die Gruppe redet relativ wenig miteinander. Eigentlich reden die Leute mehr miteinander. Aber das ist gut für uns dieses Mal. Ja, die sind alle hier am Start. Wir gehen einfach mal ganz auf die andere Seite. Denn wenn da Blut ist, können wir das trinken. Kurz geguckt. Oh, hier ist schon getrunken worden. Fuck. Wir brauchen natürlich vollen Blut. So, das sieht garantiert niemand, weil die alle da hinten rumrennen. Kurz verstecken. Someone drank blood upstairs. Yeah, I know, it was downstairs. I think it was Chang. Chang is downstairs. Yeah, I think it was downstairs. It was Chang, I think. No. Holy shit! So, jetzt sind alle schon unsicher, wer es jetzt im Endeffekt ist. Guys, help me. Come on, guys, help me. Kill Chang. Guys, help me and kill Chang. Who the fuck is it? Who shoot on who? Nina drank blood upstairs and blamed it on Chang. Okay, so you think Nina is infected? What? Do you think Nina is infected? Yes. I was okay. With Chang. And I don't think anything. And so, das heißt also, der hat sich jetzt schon verraten. Ich werde mich jetzt nicht verwandeln. Okay. Just kill Nina. Okay. So, das heißt, ich tue jetzt natürlich so, als ob ich nicht auf Nina schieße, weil die anderen denken, ich bin nicht infiziert. Beziehungsweise sie wissen noch nicht, wer der zweite Infizierte ist. Das heißt also, jetzt kann man sie rausvoten. Ah, jetzt haben sie rausgevotet. Ich musste sie mit rausvoten. Es gab keine andere Möglichkeit. Das heißt, ich denke, wir werden nicht mehr so viel reißen hier in der Runde. Allerdings, ich muss jetzt auch nichts mehr trinken. Einfach weil ich ja schon voll Dings hier habe. Das heißt, wir können jetzt einen Peilsender nehmen. Okay, who do you track? I don't know, say something. Lisa's missing. Yeah, Lisa's missing, you're right.
Oh no, Lisa is here. Scan Lisa, scan Lisa. I can't scan, I have only pause scanner. I don't have a scanner. What is she? I have trackers. Hans. What is she, Hans? Hans. We are not Hans. Es ist natürlich cool, dass wir jemanden finden, der einzeln ist. So, da kommt jetzt, der kommt jetzt hier um die Ecke. Oh, wir fahren. Ah, einen haben wir auf jeden Fall. Sehr gut. Einen haben wir rausgenommen. Die können die nur wiederbeleben, wenn die durch so ein Event-Ding Gegenmittel bekommen haben. Okay, someone is down. Who was it? Oh, wir müssen zum nächsten Gebäude. Fuck, das schaffen wir, glaube ich, gar nicht mehr. Habe ich gar nicht darauf geachtet. Das ist jetzt die nächste Phase natürlich. Aber wir müssen dann immer hier raus und ins nächste Gebäude. Sonst sterben wir. Ich glaube, ich werde jetzt sterben. Das wäre sehr schade. Nein, es war so knapp! Ja, Freunde, wir haben einen bekommen, aber es war nicht mehr genug Zeit, um zum nächsten Gebäude zu kommen. Das heißt, die werden jetzt die Runde ganz easy gewinnen. Das sollte nur eine kleine Runde zwischendurch sein, anderes Game einfach. Vielleicht findet ihr es ja trotzdem geil und trotzdem spannend. Und wenn ihr mehr von DC sehen wollt, dann sagt Bescheid. Meine beiden Mitbewohner, die Lex und der Chris, die spielen dann auch auf jeden Fall mit. Wir zocken auch so abends mal ein paar Runden. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr mehr von DC auch sehen wollt. Dann mache ich das natürlich sehr gerne. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es euch gefallen hat. Ich bin jetzt raus, bin der Fister, sagt danke fürs Zusehen und ciao.